Hör auf dein Herz. Vorflimmern ist ja eine sogenannte chronische Erkrankung, also eine dauerhafte Erkrankung. Und typischerweise kann diese Erkrankung in verschiedenen Stadien auftreten, die dann auch ineinander übergehen können. Und gerade am Anfang der Erkrankung tritt diese Herzrhythmusstörung häufig anfallsartig in Episoden auf. Und diese Episoden ändern innerhalb von 7 Tagen. Meistens ist es aber so, dass sogar schon innerhalb von 24 Stunden sich wieder spontan unser regelmäßiger Sinusgrundrhythmus einstellt. Wenn dann in einer nächsten Phase das Vorflimmern nicht mehr spontan von alleine in unseren Sinusgrundrhythmus zurückspringt, dann redet man von einem anhaltenden Vorflimmern, einem sogenannten persistierenden Vorflimmern. Diese Form des Vorflimmerns kann dann aber noch durch bestimmte Medikamente oder aber durch eine spezielle Elektrobehandlung, eine sogenannte Elektrokardioversion, in den normalen Sinusgrundrhythmus zurücküberführt werden. Wenn dann in einem weiteren Stadium das Vorflimmern nicht mehr durch ärztliche Bemühungen in den regelmäßigen Sinusgrundrhythmus zurücküberführt werden kann, oder wenn man aber sagt, man akzeptiert jetzt einfach das Vorflimmern, dann spricht man von einem dauerhaften, einem permanenten Vorflimmern. Lange Rede, kurzer Sinn. Was Sie sich bitte unbedingt merken müssen, ist, dass bei all diesen unterschiedlichen Formen und Phasen des Vorflimmerns das Risiko für einen Schlaganfall durch eine Gerinnselbildung in diesen flimmernden Herzvorhöfen für Sie drastisch erhöht ist, sodass Sie sich auch unabhängig von der Art oder Phase des Vorflimmerns durch eine effektive Blutverdünnung, eine sogenannte Antikoagulation, vor einem Schlaganfall schützen müssen. Wie sich für Sie als Patient Vorflimmern anfühlt und warum man es in fast jedem Fall auch effektiv behandeln sollte, das schauen wir uns mal im nächsten Video gemeinsam genauer an.